Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge eines neuen Formats, das Buch der Woche, in dem ich ungefähr einmal wöchentlich ein Buch vorstellen werde, das ich in letzter Zeit gelesen habe. Nicht unbedingt nur Bücher, die ich sehr gut und empfehlenswert fand und die ich politisch sympathisch fand, sondern Bücher, die ich aus irgendeinem Grund interessant, historisch oder gesellschaftlich interessant fand. Und heute mache ich den Anfang mit einem Buch, das wahrscheinlich viele von euch gelesen haben, von dem zumindest fast jeder schon einmal sprechen gehört hat, das auch bei mir schon seit langer Zeit auf der Lektüreliste stand, weil es in den letzten Jahren einen regelrechten Hype darum gab, das ich aber erst jetzt endlich auch einmal gelesen habe, und zwar Didier Eribons Rückkehr nach Reims, das 2009 bereits auf Französisch erschienen ist, 2016 dann einer deutschen Übersetzung, die im ganzen deutschsprachigen Raum für Furore gesorgt hat, sehr breit diskutiert wurde und einen breiten gesellschaftlichen Diskurs über Klassenzugehörigkeit im 21. Jahrhundert, über Klassendiskriminierung und über die soziale Durchlässigkeit der westeuropäischen Gesellschaften geführt hat. Didier Eribon ist ein französischer Soziologe, Philosoph und Journalist, der in Frankreich schon lange vor der Rückkehr nach Reims breite nationale Bekanntheit genossen hat, regelmäßigen TV-Talksendungen aufgetreten ist, in allen möglichen großen Zeitungen regelmäßig geschrieben hat, vor allem wegen seiner soziologischen oder soziologisch eingefärbten Bücher, in denen er sich beispielsweise mit seiner eigenen Homosexualität und der sozialen Dimension von Homosexualität in einer homophoben Gesellschaft beschäftigt, aber auch mit seinen journalistischen Arbeiten, die schon früher in den 70er, 80er Jahren erschienen sind. Der war beispielsweise mit Bourdieu und Foucault befreundet, hat auch eine Biografie von Foucault geschrieben, einen großen Gesprächsband mit Bourdieu und war jedenfalls in Frankreich, als er 2009 seine Rückkehr nach Reims veröffentlicht hat, bereits ein nationaler intellektueller Promi. Ein Thema, mit dem er sich allerdings bis dahin nie auseinandergesetzt hat, war seine soziale Herkunft und wie unwahrscheinlich sein sozialer Aufstieg eigentlich war. Didier Eribon wurde in den 50er Jahren in einer Sozialwohnsiedlung in der nordfranzösischen Provinzstadt Reims geboren. Er war der Sohn armer Industriearbeiter. Er hat Gewalt in der Familie erlebt. Er hat Alkoholismus in der Familie erlebt. Er ist unter Ausgangsbedingungen aufgewachsen, unter denen es statistisch kaum denkbar war, dass er einen solchen sozialen Aufstieg erleben würde, dass er vom Sohn armer Arbeiterin einer Sozialwohnsiedlung zum national bekannten Intellektuellen werden würde, ist etwas, das völlig außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit lag und dass er in diesem Buch erstmals autobiografisch öffentlich reflektiert hat. Weil ihm aufgefallen ist, wie nach seiner eigenen Aussage, wie groß die Diskrepanz ist zwischen der Thematisierung beispielsweise von Diskriminierung von Homosexuellen, die er selbst erfahren hat als Schwuler, worüber er sich auch in mehreren Artikeln und Büchern geäußert hat, beispielsweise den Reflexions sur la question gay, in denen er sich mit der sozialen Dimension der Homophobie auseinandersetzt, aber bemerkt, dass es keinen vergleichbaren Diskurs über Klassenzugehörigkeit gab. Dass in dem Intellektuellen, dass in dem bürgerlichen Milieu, in das er hineingewachsen ist durch seine akademische Karriere, es zwar akzeptiert und selbstverständlich war, dass schließlich seine Homosexualität anerkannt wird, dass die Scham über die Diskriminierung, die er erfahren hat, dort besprochen werden kann, dass er aber eine viel größere Scham empfindet über seine soziale Herkunft und das ein Thema ist, über das er mit seinem neuen Umfeld nicht diskutieren kann, dass die Herkunft aus einem sogenannten bildungsfernen Milieu etwas viel stärker stigmatisiertes ist als die Homosexualität, die in seinem Kreisen mehr und mehr zu etwas Akzeptierten geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Und dieses Buch ist der Versuch einer Aufarbeitung dieser Frage. Es beginnt damit, dass Eribon die Nachricht vom Tod seines Vaters bekommt, den er niemals gemocht hat, den er gehasst hat, der für ihn der Inbegriff dessen war, was ihn an seinem Herkunftsmilieu abgestoßen hat, der homophob war, der einen Männlichkeitskult getrieben hat, der den aus seiner Sicht effeminiert wirkenden Jugendlichen und jungen Mann mehr oder weniger innerhalb der Familie gemobbt hat, der aber nach dem Tod seines Vaters doch merkt, was für eine Wunde, was für ein Trauma
die Distanzierung zu seiner sozialen Herkunft für ihn seit Jahren und Jahrzehnten ist. Und dass er das erste Mal auf diese Nachricht hin einen Versuch nimmt, sich seiner Familie in Reims, beziehungsweise die mittlerweile aus Reims in ein Einfamilienhaus vor Ort umgezogen ist, nach Mouison, wieder anzunähern und aufzuarbeiten, die Scham, die er über seine Herkunft empfindet, seinen intellektuellen und seinen sozialen Lebensweg und die Unwahrscheinlichkeit seines sozialen Aufstiegs. Eribon beschreibt sehr anschaulich in einem literarisch sehr lebhaften, lebendigen Stil, wie er als erstes Kind der Familie aufs Gymnasium kommt, wie er dort erstmals als erstes Familienmitglied in Kontakt mit bürgerlichen Jugendlichen kommt und das erste Mal überhaupt die bürgerliche, die akademische, eine sozial höher gestellte Welt erlebt und krampfhaft versucht, sich dieser Welt anzupassen. Dass er eine lebhafte Scham entwickelt für seine soziale Herkunft, für sein Herkunftsmilieu und das der brennende Bedürfnis, sich dieser bürgerlichen, dieser akademischen, dieser sozial höher gestellten Welt, die er auf dem Gymnasium, dann später in Paris an der Universität das erste Mal aus der Nähe erlebt, anzugleichen, so zu werden wie die Bürgerlichen, die er sieht und die er bewundert. Dass er damit zu einer Art von Klassenverräter wird, dass er benutzt diesen Begriff des Verrats selbst im Buch, sich ekelerfüllt abwendet von seinem Herkunftsmilieu und sich überanpasst an das bürgerliche Milieu, in das er hineinkommen will. Dass er beginnt, einen avantgardistischen Literatur- und Kunstgeschmack zu entwickeln, dass er beginnt, sich ekelerfüllt zu distanzieren von der populären, von der Massenkultur, in der er geprägt worden war, dass er schamhaft darüber schweigt, was seine Eltern machen, wo er lebt, dass seine Eltern keine Akademiker sind, dass sie arm sind, dass diese bürgerliche Welt, in die er eintreten will, für ihn fremd ist. Dass er diese ganzen Jahre und Jahrzehnte, wo ihm zwar der Aufstieg in eine höhere soziale Sphäre, ins Bürgertum, in einer spektakulären, brillanten Weise gelingt, er aber trotzdem die ganze Zeit zerfressen ist von Scham und der Angst davor, entdeckt zu werden, als Hochstapler entlarvt zu werden. Dass er noch in seinen Pariser Studienjahren sich nicht traut, darüber zu sprechen, dass seine Eltern arme Arbeiter sind, dass er in einer Sozialsiedlung aufgewachsen ist, dass er die kulturellen Codes, dass er den Habitus der bürgerlichen Welt, der akademischen Welt, sich erst als Erwachsener mühsam wie eine Fremdsprache hat aneignen müssen und sie ihm eigentlich nicht natürlich sind, ständig durchdrungen von der Angst, dass einmal jemand darauf kommen könnte, dass er eigentlich ein Eindringling in die bürgerliche Welt ist. Es ist interessant, dass er zwar schreibt, dass er die ganze Zeit zwar keine reaktionären politischen Positionen entwickelt hat, dass er sich durchaus solidarisch zeigt mit progressiven, mit volkstümlichen Bewegungen, dass er auf der Seite von Arbeitskämpfen steht, dass er auf der Seite von Flüchtlingsrechten steht, dass er sich mehr oder weniger in allen kulturellen Fragen der Linken verortet. Dass er aber niemals da eine Verbindung zieht zwischen seiner eigenen Biografie und diesen Anliegen, dass er sich verwandelt hat in einen Bourgeois, der die Kämpfe armer und Unterdrückter um ihre Rechte, um ihre soziale Stellung mit Sympathie von außen begleitet, ohne aber die Verbindungslinie zu ziehen, selbst dazuzugehören. Und dieses Buch ist eben der Versuch, das aufzuarbeiten und ins Reine zu kommen mit seiner eigenen Herkunft. Ich fand es auch sehr interessant, wie er schildert, dass er als Jugendlicher, als junger Mann zwar durchaus politisch nach links gegangen ist, dass er Marxist geworden ist und zwar in einer kleinen trotzkistischen Organisation, dass für ihn aber gerade die Flucht in einen sehr intellektuellen Marxismus, der darin bestand, den ganzen Tag in Lesekreisen oder individuell Marx, Lenin, Trotzki und Hegel zu lesen, für ihn gerade eine Möglichkeit war, seinem Herkunftsmilieu zu entfliehen und sich aufs Schärfste davon zu distanzieren. In einer studentischen, trotzkistischen Organisation aktiv zu sein und dort Lesekreise über Marx und Hegel zu veranstalten, war für den jungen Didier Eribon der schärfste denkbare kulturelle Bruch mit seinem proletarischen Herkunftsmilieu. Der junge Eribon ist nicht Marxist geworden, nach eigener Aussage, um sein proletarisches Klassenbewusstsein zu schärfen und in proletarische Klassenkämpfe und Emanzipationsbewegungen zu intervenieren. Er ist Marxist geworden, weil das, was ihn am akademischen, am bürgerlichen Marxismus, den er kennengelernt hat, gereizt hat, gerade die scharfe kulturelle Distanz war, die diese damals schon isolierte Subkultur von der realen Arbeiterinnenklasse, von den realen Kämpfen der Arbeiterinnenklasse gewonnen hat. Es ist auch charakteristisch, dass er gerade
einer studentischen, trotzkistischen Organisation beigetreten ist, weil sie eine so große, eine so scharfe Distanz zur stalinistisch bzw. eurokommunistisch geprägten französischen KP hat, die damals noch eine Massenpartei war. Sein Vater, der in vielen gesellschaftspolitischen Fragen eine ausgesprochen reaktionäre Haltung gehabt hat, der Rassist war, der homophob war, der Frauenrechte abgelehnt hat, war aber trotzdem selbstverständlicher KP-Wähler und das war selbstverständlich für das ganze soziale Milieu, das er beschreibt. Aribon beschreibt ein noch intaktes, klassisches, industrieproletarisches Milieu in den 50er, 60er, frühen 70er Jahren, in der zwar kaum jemals jetzt aktiv Marx gelesen hat, in der kaum jemand linke gesellschaftliche Positionen vertreten hat, es aber selbstverständlich war, dass man im ganzen Viertel, in der ganzen Verwandtschaft, in seiner ganzen sozialen Klasse, unter den ganzen Industriearbeitern und Armen, die er in seiner Verwandtschaft und seinen Bekannten hatte, dass man die Kommunistische Partei wählt, die ja damals noch eine wirkliche Massenpartei war mit Millionen Wählern, die in den 40er Jahren zeitweise Aussicht hatte, stärkste Partei Frankreichs zu werden und bis tief in die 80er Jahre hinein eine wirkliche Massenbasis, eine Millionenbasis hatte und zwar in erster Linie nicht unter linksliberalen Intellektuellen, nicht unter großstädtischen bürgerlichen Sympathisanten der Arbeiterinnenbewegung, sondern unter Industriearbeiterinnen selbst. Die KP war wirklich eine proletarische Massenpartei. Sie hatte insofern auch alle Defekte, die er aus Aribons Sicht dieses Milieu hatte. Sie hat durchaus immer wieder, beispielsweise unter Georges Marchais in den 70er Jahren, die rassistischen, die homophoben Ressentiments, die es unter weiten Teilen der französischen Arbeiterinnenklasse gab, nicht etwa politisch bekämpft, sondern damit gespielt, sie gefördert. Sie hatte sehr schwere politische Defekte, ihre bedingungslose Moskauhörigkeit, ihre Solidarisierung mit der gesamten sowjetischen Außenpolitik bis hin zum Afghanistan-Krieg, ihre gesellschaftspolitisch immer wieder reaktionären Positionen. Aber sie war trotz ihrer schweren Defekte eben eine wirkliche proletarische Massenpartei, die von der Mehrheit der französischen Arbeiterinnen auch als solche gesehen, akzeptiert und selbstverständlich unterstützt wurde. Es war für die meisten der Verwandten von Aribon, über die er in seinem Buch schreibt, gar keine Frage, was man wählen konnte. Und wenn man von der Partei gesprochen hat, war klar, dass die Partei, die kommunistische Partei, ist die einzige, die für einen selbst in Frage kommt. Dass die kommunistische Partei zu wählen ein selbstverständlicher Akt der Selbstvergewisserung als Arbeiter war. Arbeiter zu sein bedeutete selbstverständlich in der Gewerkschaft aktiv zu sein, es bedeutete selbstverständlich kommunistisch zu wählen. Und diese volkstümliche, in vieler Hinsicht gesellschaftspolitisch durchaus reaktionär eingestellte kommunistische Partei, die so eng verbunden war mit dem damals noch intakten klassischen industrieproletarischen Milieu, war das, wovon der junge Aribon, der ins Bürgertum aufsteigen wollte, sich distanzierte, indem er Mitglied in einer radikalen, einer trotzkistischen Studentenorganisation wurde, deren Radikalismus aber tatsächlich darin bestand, Lesekreise zu bilden, Philosophie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu lesen und über die historischen und intellektuellen Wurzeln des Marxismus zu debattieren. Es war gerade ein scharfer Bruch mit dem proletarischen Milieu, aus dem er kam, und mit der kommunistischen, eurokommunistischen Partei, die damals dominant war. Aribon beschäftigt sich in seinem Buch dann auch sehr viel damit, warum es eigentlich so war, dass diese Dominanz der KP, dass diese Dominanz der Linken insgesamt unter der französischen Arbeiterinnenklasse, die er erlebt hat, in den letzten Jahrzehnten erodiert ist. Als Aribon jetzt im Rahmen der Entstehung dieses Buches wieder zu seiner Familie zurückgekehrt ist, seine Verwandten, seine Bekannten das erste Mal seit Jahren und Jahrzehnten wieder kennengelernt hat, hat er feststellen müssen, dass sehr viele von ihnen, die früher selbstverständliche KP-Wählerinnen waren, heute den Front National wählen, ihr Rassismus total im Mittelpunkt ihres politischen Interesses steht, sie nur noch auf die Ausländer schimpfen, kein erkennbares Klassenbewusstsein mehr zeigen und den Rechten auf den Leim gehen, die sie früher verabscheut und bekämpft hatten. Aribon beschreibt beispielsweise, dass sein Vater in den 60er, 70er Jahren, wenn er einen rechtsradikalen Politiker im Fernsehen gesehen hat, spontane Wutausbrüche bekommen hat, ihn mit Beschimpfungstiraden überzogen hat, dass es selbstverständlich war, dass man die Konservativen und die Rechtsradikalen,
dass man die bürgerlich-konservativen und in sich langsam formierenden Front National betrachtet hat als einen Feind der eigenen Klasse, den man intuitiv verabscheut, als Bürgersöhnchen, die für die Interessen der Reichen und Mächtigen stehen und gegen die man kämpfen muss. Und dieselben Leute wählen ein paar Jahrzehnte später plötzlich Front National. Das Entscheidende ist für Aribon, damit abgesehen von der soziologischen Verwandlung Frankreichs, der soziologischen Verwandlung ganz Westeuropas, die dafür gesorgt hat, dass es ein so großes, zusammenhängendes, kulturell homogenes, industrieproletarisches Milieu in der Form nicht mehr gibt, das sich in der KP als Klassenpartei wiedergefunden hätte, dass halt die Degeneration der Linken selbst ist. Dass die Sozialdemokratie, dass auch die eurokommunistische Partei in Frankreich degeneriert sind zu linksliberalen Vereinen, die unter einer Sprache von Interessenvertretung von oben herab sich nicht mehr sehen als das Werkzeug zur Organisierung des proletarischen Widerstandes gegen die Reichen und Mächtigen, sondern sich sehen als Interessenvertretung eines liberalen, progressiv eingestellten städtischen Bürgertums, das die unteren Schichten tatsächlich verachtet, eine neoliberale Politik durchführt und gar nicht mehr versucht, den Klassenkampf zu aktivieren und zu leiten, sondern paternalistisch maximal von oben herab von Hilfe für die Armen und Schwachen spricht, aber sie gar nicht mehr als Subjekt ihres eigenen Handelns betrachtet. Dass einerseits die fast die gesamte in parteiförmig organisierte Linke, die Gewerkschaften, die linke Presse in Frankreich, in ganz Westeuropa nicht nur neoliberal degeneriert sind, sondern sie halt auch aufgehört haben, die Arbeiterinnenklasse selbst als ein Subjekt zu sehen. Sie sprechen, wenn sie überhaupt noch davon reden, etwas für die Armen, für die Armen und Arbeiterinnen tun zu wollen, davon von oben herab durch sozialstaatliche Wohltaten etwas für die Schwachen und Handlungsunfähigen zu tun, statt zu erkennen, dass die Arbeiterinnenklasse mächtig, dass sie ein Subjekt ist, das sich selbst befreien kann, deren Kampf unterstützen, sich an ihre Spitze stellen zu wollen. Eine Entwicklung, die dafür gesorgt hat, dass unter den ganzen gleichgeschalteten, gehirngewaschenen, neoliberalen Phrasen, unter denen die politische Linke ergraben, begraben wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die Masse der Arbeiterinnenklasse sich nicht mehr wiederfinden konnte, dass man die kommunistische Partei und erst recht die Sozialisten zu wählen nicht mehr als ein Akt seines Selbstverständnisses als Arbeiter gewählt hat, sondern man im Gegenteil begonnen hat, den Front National zu wählen als eine Art von negativer Selbstvergewisserung. Wenn es schon keine politische Kraft mehr gibt, die die Klasseninteressen der Arbeiterinnen aktiv und militant vertritt, wie es früher zumindest auf eine reformistische Weise die kommunistische Partei getan hat, dann wählt man wenigstens eine Partei wie den Front National, die in negativer Abgrenzung das Gegenteil dessen ist, was die Kultur derjenigen großstädtischen, liberalen, Intellektuellen repräsentiert, die sich von den Konservativen bis in die Sozialdemokratie hinein als die neuen Herren der Gesellschaft präsentieren. Man wählt den Front National nicht, weil man plötzlich Le Pen sympathisch gefunden hätte, weil man der Meinung wäre, das ist ein Mann, der die Interessen der eigenen Klasse aktiv vertritt, sondern weil man wusste, dass man damit schockierte und entsetzte Reaktionen auch hervorrufen kann in denjenigen, bei denjenigen, die einen selbst verraten haben. Den ehemaligen Sozialdemokraten, Eurokommunisten und 68ern, die heute liberale, die Unterschichten, die Arbeiterinnen verachtende Eliten geworden sind, von denen man sich nicht mehr repräsentiert und von denen man sich verhöhnt fühlt. Aribon schreibt selbst, dass Le sehr lange in seiner Verwandtschaft unter seinen Bekannten die Scham darüber, den Front National zu wählen, stark geblieben ist. Dass man bis heute sich nicht, wie es in den 60er, 70er Jahren mit der KP der Fall war, stolz hinstellt, sich dazu bekennt, wen man wählt und wen man politisch unterstützt, sondern es ein schamhaftes Geheimnis ist, Front National zu wählen, zumindest gegenüber der Außenwelt. Und Aribon, der sich ins bürgerliche Milieu hochgearbeitet hat, wird von ihnen mittlerweile als Außen und nicht mehr als Innen betrachtet. Seine Mutter ist zerfressen von Scham, als sie schließlich nach langen Diskussionen eingesteht, schon Front National gewählt zu haben, aber gleich hinzufügt, dass sie das nicht gemacht habe, weil sie Le Pen unterstützt, sondern weil die anderen sie verraten haben, weil es niemanden mehr gibt, den man sonst wählen kann, weil man damit ein Zeichen setzen kann gegen diejenigen, die einen im Stich gelassen haben und jetzt von oben herab auf einen hinunterblicken.
Erebon selbst kommt zum Schluss, dass die das Wählen für die Rechte unter diesen abgehängten proletarischen und subproletarischen Schichten eine Art Akt der sozialen Notwehr ist. Wenn man keine eigene Interessenvertretung hat, dann kann man wenigstens noch denjenigen den Mittelfinger entgegenstrecken, denjenigen die Suppe spucken, die einen verraten und im Stich gelassen, sich von einem abgewandt haben. Das Gewählen für den Front National bedeutet eine Neukonstitution der eigenen Klasse, des eigenen Milieus, aber diesmal in negativer Weise. Man definiert sich nicht mehr wie beim Wählen für die kommunistische Partei positiv durch das, was man ist, was man kann und was man politisch erreichen möchte. Man distanziert sich negativ dadurch, was man nicht ist. Indem man Front National wählt, zeigt man, dass man sich abwendet, dass man den Mittelfinger entgegenstrecken will, den liberalen, intellektuellen Eliten in den Großstädten, die die gesamte Linke übernommen zu haben scheinen. Die Sozialdemokraten, die Eurokommunisten, die Grünen, die ganzen Post-68er-Bewegung. Man zeigt, indem man den Front National wählt, eine Art von hoffnungslosem, zynisch gewordenem Widerstand gegen die da oben, gegen die man sich nicht mehr in seiner eigenen Klassenorganisation wehren kann. Eribon schreibt sehr berechtigt, sehr sinnvollerweise, dass es nichts bringt, gegen die reaktionären Neigungen von proletarischen oder subproletarischen Front Nationalwählern zu polemisieren, ihnen ihre Dummheit und Reaktion vorzuwerfen, wie es liberale Journalisten so gerne tun, sondern dass man es begreifen muss als einen Akt der Notwehr, als eine Reaktion auf den Verrat der traditionellen Linken an der Klasse, die sie bisher repräsentiert haben oder zu repräsentieren vorgeben. Dass der beispielsweise der Rassismus, der für den Front National so entscheidend ist, zwar in den proletarischen Milieus, in denen Erebor aufgewachsen ist, schon in den 50er, 60er Jahren sehr wohl präsent und sehr virulent teilweise war, dass er aber niemals zentral für das politische Handeln war. Man hatte in Eribons Umgebung, in seiner Familie, in seinem Bekanntenkreis rassistische Ressentiments, homophobe Ressentiments, sexistische Ressentiments, obwohl man kommunistisch wählte. Aber man hat nicht von diesen Ressentiments sein politisches Handeln abhängig gemacht. Man hat nicht begonnen, aufgrund dieser Ressentiments rechts zu wählen. Man hat diese Ressentiments empfunden, man hat trotzdem links gewählt, man hat sich trotzdem als Kommunist verstanden. Man hat sie schamhaft unterdrückt in dem Maße, wo die eigene Organisation, die Gewerkschaft, die Kommunistische Partei sich davon distanziert haben. Die französische Kommunistische Partei, die zwar, wie gesagt, beispielsweise unter Marché immer wieder schlimme rassistische Phasen hatte, hat aber doch zumindest in den meisten Phasen formell einen Internationalismus gepredigt, einen Antirassismus gepredigt, der diese vorhandenen Ressentiments im Zaum gehalten und zweitrangig gemacht hat. Man hat sich innerhalb der Partei, innerhalb der Gewerkschaft geschämt, diese Ressentiments fortzuführen, und man war bereit, mit seinen ausländischen Kollegen in Arbeitskämpfen zusammenzuarbeiten, und in Arbeitskämpfen war dieser Rassismus dann auch vergessen. Das ist etwas, was Eribon sehr schön beschreibt, dass der Rassismus, dass die Homophobie, dass überhaupt die ganzen reaktionären Ressentiments der Arbeiterin in dem Milieu, in dem er aufgewachsen ist, politisch entscheidend wurden erst in dem Moment, in dem der organisierte Klassenkampf von links aufgehört hat. Klassenkämpfe, Streiks, Kämpfe um Lohnerhöhungen, politische Demonstrationen und so weiter, die von der Partei, von den Gewerkschaften organisiert wurden, sind immer einigende Momente. Wenn ich mit meinen migrantischen, wenn ich mit meinen weiblichen, wenn ich mit meinen homosexuellen Kollegen und Kolleginnen auf die Straße gehe, einen Streik organisiere, dann ist plötzlich das gemeinsame Klasseninteresse das, was im Mittelpunkt steht, und die Differenzen bezüglich des eigenen Lebensstils, bezüglich der eigenen Identität treten total in den Hintergrund. Es ist nicht so, dass der Front National die reaktionären Ressentiments in Teilen der Arbeiterinnenklasse und des Subproletariats erst geschaffen hat, aber es ist so, dass der Front National diese Ressentiments erst zu einer wirkmächtigen politischen Kraft aktivieren konnte, in dem Moment, in dem es keine starke, klassenbewusste Linke mehr gab, die ständig Klassenkämpfe initiiert und geleitet hätte, unter denen diese Ressentiments zweitrangig wären und begraben werden konnten. Es ist die Schuld der Linken, die sich von der Arbeiterinnenklasse zurückgezogen hat, dass das Feld den Rechten überlassen wurde, dass diese bisher nur untergründig schwelenden Ressentiments plötzlich das primäre, das politische Denken und Handeln der Menschen bestimmende werden konnte. Das bedeutet natürlich nicht, dass die gesamte Arbeiterinnenklasse geschlossen nach rechts gewandert wäre.
Und das ist eine Schlussfolgerung, die sehr viele linksliberale Journalisten, Journalistinnen, nicht nur in Frankreich, sondern auch nach 2016, nach dem Erscheinen der deutschen Ausgabe, dann mit Analogie auf die AfD gezogen haben, dass sie sich auf Arrie Bonds Bericht berufen, um darzulegen, dass die Arbeiterinnen nach dem Zusammenbruch der traditionellen Massenorganisation der Arbeiterinnenbewegung alle rechts und Nazis geworden sind, Ausländer hassen, jetzt Front National der AfD wählen, was natürlich Quatsch ist. Das ist in Deutschland noch stärker Quatsch, als es in Frankreich wäre, weil die AfD in erster Linie doch eine Partei ist, die von Arbeiter, Aristokraten und Kleinbürgern gewählt wird und gerade nicht von den untersten, prekärsten Schichten. Es gibt natürlich auch in Deutschland arme Viertel, es gibt in Deutschland proletarische Milieus, in denen die AfD sehr große Fortschritte hat machen können, aber sie ist nirgends mehr die Mehrheitspartei geworden unter Arbeiterinnen und Armen, wie es in Frankreich der 60er Jahre die kommunistische Partei war. Die große Mehrheit der Arbeiterinnen und Armen wählt nicht rechtsradikal, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. In Frankreich, muss man sagen, ist allerdings dieser Prozess, dass die untersten Schichten nach rechts wandern, stärker fortgeschritten als in Deutschland. Der Front National bzw. das Rassemblement National, wie es mittlerweile von Marine Le Pen umbenannt wurde, hat unter den ärmsten, den am geringsten qualifizierten proletarischen und subproletarischen Schichten in Frankreich mittlerweile eine sehr viel stärkere Verankerung, als es der AfD in Deutschland gelungen ist. Und in einigen Regionen Frankreichs hat der Front National tatsächlich unter ärmeren Schichten der Arbeiterinnenklasse und der Arbeitslosen eine ähnlich große Verankerung erreicht, wie es die kommunistische Partei in den 60er oder 70er Jahren hatte, die freilich auch in den 60er, 70er Jahren niemals die Mehrheit der Arbeiterinnen repräsentiert hat. Es ist für Frankreich sehr interessant, dass dort die Degeneration der Linken unter beispielsweise der zweiten Hälfte der Regierung Mitterrands Anfang der 80er Jahre früher eingesetzt hat als in Deutschland. In Deutschland gab es zwar nie eine wirklich bedeutende kommunistische Partei nach 1945, aber es gab eine Sozialdemokratie, es gab eine Gewerkschaftsbewegung, die zeitweise ziemlich weit links standen, die auch von ihrem Reformismus aus zumindest eine relativ rührige und erfolgreiche reformistische Klassenpolitik betrieben haben. Die totale Degeneration dieser sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Linken in Deutschland setzt eigentlich erst in den 90er Jahren ein, in Frankreich dagegen schon um 1980. Und dementsprechend ist auch der Aufstieg des Front National in Frankreich viel früher als in Deutschland der der AfD. Was sehr für die These spricht, dass der Aufstieg der rechtspopulistischen Partei in Europa Reaktion auf das Scheitern, auf den Verrat der traditionellen linken Massenorganisationen an der Arbeiterinnenklasse sind, darin, dass sie ihre eigene Klasse im Stich gelassen haben und dass ein paar Jahre nach der Degeneration der Linken der Aufstieg der Rechtspopulisten erfolgt. In Frankreich, wo die gewerkschaftliche, die sozialistische und zu einem gewissen Grad auch die eurokommunistische Linke sich bereits um 1980 und mal spätestens mit der Regierung Mitterrand diskreditiert hatte, gibt es schon in den 80er Jahren den Front National als sich bildende Massenpartei. In Deutschland, wo diese Entwicklung eigentlich erst unter Schröder, Fischer und der Rot-Grünen Koalition ab 1998 richtig zum Höhepunkt gekommen ist, beginnt sich erst in den 2000er Jahren eine große rechtspopulistische Partei zu bilden, die AfD, die erst heute langsam eine so etablierte, eine so bedeutende Stellung erreicht hat, wie sie der Front National bereits vor 35 Jahren ungefähr erreicht hat, vor 30, 35 Jahren. Mich hat das Buch von Arrie Bon auch sehr berührt, weil er etwas beschreibt, das ich autobiografisch sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe sehr ähnliche Dinge erlebt wie Arrie Bon. Ich bin natürlich in einer späteren Zeit und unter etwas anderen Rahmenbedingungen in einem anderen Land in einem ähnlichen sozialen Milieu aufgewachsen. Ich bin wie Arrie Bon in einer städtischen Sozialsiedlung aufgewachsen als Industriearbeitersohn. Eher in Ostfrankreich, ich in Westdeutschland, was sich kulturell nicht sehr viel nimmt. Ich war ebenfalls das erste Kind aus meiner Familie, das aufs Gymnasium gekommen ist, das ein Studium begonnen hat, das auch eine Phase hatte als junger Mann, in der Zugang zu höherer Bildung, der erste Zugang zu einem bürgerlichen Milieu, der erste Kontakt mit Kindern und Jugendlichen aus bürgerlichen Familien nicht zu einer Stärkung, zu einer Vertiefung des eigenen Klassenbewusstseins, der eigenen
Entschiedenheit als Sohn einer Klasse geführt hat, sondern im Gegenteil zu einer kulturellen Distanzierung vom Herkunftsmilieu und dem Versuch einer Überkompensierung. Ich habe wie Erebor als Jugendlicher begonnen, plötzlich fast nur noch klassische Musik zu hören. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, klassische bürgerliche Literatur zu lesen. Ich habe meine freien Tage damit verbracht, in Museen zu gehen, Ausflüge zu unternehmen, um historische Kirchen und Burgen zu besichtigen. Ich war plötzlich befreundet mit Kindern aus bürgerlichen Familien. Und habe, wenn ich deren Häuser mit Gärten sah, eine mir bisher ganz unvorstellbare Wohnform, wenn ich die selbstverständliche kleinbürgerliche Kultur gesehen habe, die in ihnen geherrscht hat, Distanzierung, manchmal Scham für mein eigenes Herkunftsmilieu empfunden. Ein Gefühl, das jahrelang angehalten hat, bis ich es selbst kritisch zu reflektieren begonnen habe, bis ich selbst erkannt habe, ein wie feiges und dummes und falsches Gefühl ist und ich dann politisch wieder nach links gewandert bin, nachdem ich lange in der Phase, wo ich versucht habe, mich bürgerlicher Kultur, mich dem bürgerlichen Milieu sehr anzugleichen, schließlich Kommunist geworden bin, politisch nach links gewandert bin, selbst Trotzkist geworden bin, aber in einer Phase, als ich mich schon positiv, als ich mich schon affirmativ bezogen habe auf meine Klassenherkunft, wo es für mich keine Flucht war, wie es für Erebor der Fall war, sondern der Ausdruck, dass ich mich in meiner Klassenidentität, in meiner Klassenherkunft bestärkt habe und zu ihr stehe. Ich habe mich in sehr vielen von dem, was Erebor schreibt, wiederfinden können, habe einen durchaus ähnlichen Lebensweg gehabt, nur dass da meine akademische Karriere nicht so brillant verlaufen ist wie die von Erebor. Aber ich habe sehr das Gefühl von Vertrautheit gehabt, weil ich habe vieles von dem, was Erebor beschreibt, fast genauso erlebt, den latenten oder manchmal auch expliziten Rassismus unter Mitgliedern meiner Verwandtschaft, unter Bekannten, die ständigen Ressentiments, die es gegen Ausländer gab, die es gegen Homosexuelle gab, der Sexismus, der vorgeherrscht hat. Ich erinnere mich daran, dass ich wie Erebor von Verwandten ermahnt wurde, nicht in unserer Sozialsiedlung draußen mit den Ausländerkindern zu spielen, weil die alle kriminell, brutal und gefährlich sind. Dass die weißen, urdeutschen Kinder in der Siedlung gar keinen Kontakt zu den migrantischen türkischen oder russlanddeutschen Kindern hatten. Dass meine Großmutter mich davor gewarnt hat, auf keinen Fall mit den russlanddeutschen Kindern zu spielen, die in Wirklichkeit keine Russlanddeutschen, sondern einfach Russen seien und denen man deswegen nicht über den Weg trauen könne. Dasselbe, was auch Erebor erlebt hat, diese Segregation innerhalb der Armen, innerhalb der proletarischen und subproletarischen Schichten nach ethnischen Linien. Dass in der Sozialsiedlung in Reims, in der Erebor aufgewachsen ist, es genauso wenig zu einer Verschmelzung, zu einem Kontakt, zu einer Solidarität zwischen weißen, französischen und migrantischen Arbeiterinnen und Armen gekommen ist, wie ich es in meiner Sozialsiedlung als Jugendlicher in Speyer erlebt habe, wo es das auch nicht gab. Dass auch Erebors Familie schließlich als der Charakter der Siedlung sich wandelt, als sie immer mehr zu einem Anziehungspunkt für arme Migranten wird, schließlich flüchten in eine Einfamilienhaussiedlung außerhalb der Stadt. Das ist dasselbe, was ich auch erlebt habe, dass auch ich als Jugendlicher dann mit einer Familie umgezogen bin, schließlich, nachdem meine Eltern es endlich geschafft hatten, sich auf Kredit ein eigenes Haus zu leisten, aus diesem Viertel raus und das auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend immer wieder darüber gesprochen wurde, dass das Viertel, dass die Siedlung früher ja ganz anders war, dass da nur normale Leute gelebt hätten. Eine Formulierung, die Erebors Mutter genauso verwendet, wie sie in meiner Familie gang und gäbe war. Und dass man heute es dort ja nicht mehr aushalten kann, weil da keine normalen Leute mehr leben würden, wobei man natürlich unterschwellig versteht, nicht normale Leute sind Migranten, von denen es immer mehr gab. Immer, also ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass es in meinem Herkunftsmilieu, in der proletarischen Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, in der Sozialsiedlung, in der ich aufgewachsen bin, aber genauso auch immer Widerstand gegen diese reaktionären Ressentiments gab. Ich hatte genauso Verwandte, ich hatte genauso Bekannte, die durchgehend Linke waren. Die Linke waren nicht nur in dem Sinne, dass sie aktive Gewerkschafter waren und Klassenforderungen gestellt haben, sondern die es auch gesellschaftspolitisch waren. Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der bei den Grünen war, der aktiver Gewerkschafter war, der dann die Linkspartei gegangen ist, der sehr dezidierter Antirassist war, der den rassistischen Kommentaren von etlichen meiner Verwandten und Bekannten immer wieder heftig Kontra gegeben hat,
der selbstverständlich gegen Homophobie und gegen Sexismus war. Das ist etwas, was bei Erivo etwas ausgeblendet wird, dass das proletarische Milieu ja genauso wenig homogen ist, wie es das bürgerliche ist. Es gibt auch im proletarischen und subproletarischen Milieus natürlich massenhaft Leute, die gesellschaftspolitisch progressiv und links sind, die sich gegen Rassismus, die sich gegen Homophobie, die sich gegen Sexismus stellen, die nicht nur im Sinne von ökonomischen Klassenforderungen links sind, sondern es auch gesellschaftspolitisch politisch sind, zwischen denen in diesen Positionen gar keine unüberwindliche Distanz zu den linksliberalen Intellektuellen wie Erivo selbst besteht. In der Rezeption von Erivos Buch ist es halt sehr oft arg simplifizierend so dargestellt worden, als würde Erivos Bericht beweisen, dass die Arbeiter, dass die Armen eben kulturell reaktionär seien, dass man sich damit einrichten müsse, was auch mehr oder weniger die Konsequenz ist, die innerhalb der Linkspartei Leute wie Wagenknecht gezogen haben, die in einem bewussten und meines Erachtens zynischen Kalkül beschlossen haben, die Arbeiter sind halt ihrer Natur nach gesellschaftspolitisch reaktionär. Man kann dagegen politisch nicht kämpfen, man muss es als eine gegebene Tatsache hinnehmen, seinen politischen Kurs danach ausrichten, was aber einfach nicht wahr ist. Die Mehrheit der Arbeiterinnen und Armen sind keine krassen gesellschaftspolitischen Reaktionäre. Es gibt massenhaft Arbeiterinnen und Arme, die auch gesellschaftspolitisch links sind, die gegen Rassismus, die gegen Homophobie, die gegen Sexismus sind. Es ist kein einheitlicher reaktionärer Block, der da herrscht. Und innerhalb dieser Klasse, innerhalb dieser proletarischen und subproletarischen Schichten kann man natürlich gegen die reaktionären Ansichten einer Minderheit, wenn auch einer lautstarken Minderheit, einen politischen Kampf führen, wenn man eine linke Klassenpartei hat, die sich Glaubwürdigkeit und Vertrauen erwirbt durch ihre entschlossene ökonomische Interessenvertretung der Arbeiterinnen und Armen. Und das ist ja gerade das, was Erivo beschreibt. Die kommunistische Partei und die Gewerkschaftsbewegungen der 60er, 70er Jahre, die von den Arbeiterinnen und Armen akzeptiert wurden als glaubhafte und authentische Vertretung ihrer ökonomischen Klasseninteressen, hatte auch das Prestige und hatte auch die Macht, die reaktionären Ressentiments, die es gesellschaftspolitisch unter Teilen ihrer Anhängerinnenschaft gab, zu unterdrücken, zu bekämpfen und zweitrangig zu machen. Es ist der komplett falsche Weg, wie Wagenknecht zu beschließen, weil es heute unter beträchtlichen Teilen der Arbeiterinnen und Arme gesellschaftspolitisch reaktionäre Ressentiments geben mag. Stützen wir diese reaktionären Ressentiments, erklären sie für naturgegeben und nicht veränderbar und richten uns danach ein. Die reale Aufgabe für eine Linke, für eine wirkliche aproletarische Klassenpartei wäre sich erst einmal durch authentische Interessenvertretung in Klassenkämpfen, in Arbeitskämpfen eine ausreichende Autorität zu sichern, um als reale Klassenvertretung anerkannt zu werden und dann einen politischen Kampf gegen die reaktionären Ressentiments in Teilen der eigenen Anhängerschaft zu führen, die das eigene Kämpfen behindern, beziehungsweise zumindest Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen diese Ressentiments nicht aktiv werden, unter denen sie nicht zu einer Behinderung werden, indem man die Leute eben einbindet in Demonstrationen, in Streiks, in Arbeitskämpfe, in denen die Herkunft, in denen der Lebensstil, in denen die Identität der Leute zweitrangig wird und sie das einigende Erlebnis haben, dass sie alle ein gemeinsames Klasseninteresse haben. Der Migrantische, der Schwule und der Arbeitermitarbeiter und die Frauen in der eigenen Schicht genauso. Dass man keiner einander trennenden Gräben haben, dass die Unterschiede in Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Geschlecht zweitrangig sind neben dem gemeinsamen Klasseninteresse. Und für dieses einigende Gefühl, für dieses Erlebnis des gemeinsamen Interesses braucht man eben Klassenkämpfe und braucht man eine linke Partei, die diese Kämpfe führt, braucht man eine wirkliche Arbeiterinnenpartei. Ich finde es etwas schade, dass Erivo zwar einen beeindruckenden, einen literarisch herausragenden autobiografischen Bericht über all das geschrieben hat, wo er das mit sehr großer Klarheit, mit sehr großer Anschaulichkeit schildert, aber keine klaren politischen Konsequenzen daraus zieht. Dass er bereits ziemlich unscharf ist, was den Klassenbegriff angeht, dass er immer wieder Klasse und kulturelles Milieu miteinander vermischt, dass er tatsächlich davon auszugehen scheint, zwischen besser verdienten und höher gebildeten Lohnarbeiterinnen und schlechter verdienten Lohnarbeiterinnen ohne höhere Bildungsabschlüsse bestünden wirkliche Klassenkonflikte, statt zu erkennen, dass das Milieudifferenzen sind, die den Klassenkampf behindern, dass diese Leute trotzdem alle ein gemeinsames Klasseninteresse haben.
dass jemand, der, weil er auf dem Gymnasium war oder zu studieren beginnt, was heute mittlerweile in Westeuropa die Hälfte eines Jahrgangs tun, was eventuell bald fast die gesamte Jugend tun wird, deswegen nicht automatisch ein anderes Klasseninteresse haben als Industriearbeiterinnen mit Hauptschulabschluss. Die haben beide dasselbe Klasseninteresse, sofern sie Lohnarbeiterinnen werden, was auch die meisten Gymnasiasten, was auch die meisten Studenten werden. Eribon war jahrelang aktiver Marxist, war Trotzkist, scheint aus dieser Zeit aber nur sehr rudimentäre Vorstellung von Klassendefinition, von Klassenkampf behalten zu haben, beziehungsweise sich heute als der linksliberale Intellektuelle, der er selbst geworden ist, wie er selbstkritisch bekennt, sich davon immer noch zu distanzieren. Es ist sehr schade, dass Eribon die Kraft seiner Feder, die Macht seiner literarischen Ausdrucksfähigkeit, die Popularität, die er in diesem Buch gewonnen hat, nicht nutzt, um daraus politische Konsequenzen zu propagieren, wie eben, was er im Kern selbst erkannt hat, organisiert Klassenkämpfer, organisiert eine Arbeiterinnenpartei, um diese Ressentiments zu unterdrücken, die Arbeiterinnenklasse wieder zu einigen, zu einem gemeinsamen Kampf für ihre Interessen. Es ist bleibt ein literarisch herausragender, ein sehr lesenswerter Bericht, dem ich jedem ans Herz legen will, der es noch nicht gelesen hat. Es ist auch ein sehr leicht zu lesendes Buch, das man locker an einem Abend durchlesen kann. Aber er drückt sich vor den politischen Schlussfolgerungen, die naheliegen. Und er ist auch etwas unscharf in seiner Analyse. Er liefert ein etwas einseitiges Bild. Er schildert eben nur die reaktionären Seiten, die er in der Arbeiterinnenklasse in seinem Milieu gesehen hat. Er schildert keine Positivbeispiele von Solidarität, von erfolgreicher Zusammenarbeit. Er schildert keine Positivbeispiele von Arbeiterinnen und Armen, die den reaktionären Ressentiments in ihrer Umgebung Kontra geben. Aber es ist trotzdem ein sehr lesenswertes Buch, das ich euch sehr empfehlen würde. Würde allerdings nahelegen, zur Ergänzung noch ein zweites Buch sich anzuschaffen. Und zwar von Bruno Amable und Stefano Palombarini, von Mitterrand zu Macron über den Kollaps des französischen Parteiensystems, in dem aus einer soziologisch-historischen Perspektive eben der Zusammenbruch der traditionellen französischen Linken, der traditionellen Massenorganisation der Arbeiterinnenbewegung ab den 70er, 80er Jahren sehr anschaulich und detailliert analysiert wird und nachgezeichnet wird. Wie eben der Zusammenbruch dieser traditionellen Massenorganisation der Arbeiterinnenklassen, ihre Abwendung von Klassenkampf und Klassenvertretung hin zu volksparteilich neoliberalen Ansätzen, einer weichgespülten NLP-Rhetorik dazu geführt haben, dass einerseits der Front National zur Massenpartei aufsteigen konnte, andererseits, was noch bedeutender ist, ein noch viel größerer Teil der Arbeiterinnen und Armen zu Nichtwählerinnen geworden und im Zynismus versunken sind. Das scheint mir eine notwendige Korrektur auch zu einigen Aspekten von Eribon, weil eben auch dargelegt wird in Amables und Palombarinis Buch, dass erstens die meisten Arbeiterinnen und Armen, die früher sozialistisch oder kommunistisch waren, auch in Frankreich nicht rechtsradikal geworden sind, sondern in einer Art von resignierten Nihilismus verfallen sind, Nichtwähler politisch komplett inaktiv geworden sind, einfach zum Schluss gekommen sind, die Politiker sind alles gleich und man kann eh nichts machen. Und dass andererseits diejenigen, die zum Front National gewandert sind, das dezidiert als Reaktion auf den Zerfall der traditionellen Organe der Arbeiterinnenbewegung geworden sind. Das wäre es für heute, für diese erste Ausgabe des Buch der Woche Formats. Nächste Woche wird es eine Vorstellung zu einem historischen Buch geben, zu den Schlafwandlern von Christopher Clark. Bis dahin wird es noch ein oder zwei historische und tagesaktuelle Ausgaben geben zu anderen Formaten. Damit wäre ich für heute zu Ende. Wünsche euch alles Gute und ciao.